Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg. Samstagabend, schön, dass Sie dabei sind, wie auch Norbert Lehmann für den Sport. Einen schönen guten Abend auch von mir. Schauen wir auf die Themen von heute. Selenskyj in München. Auf der Sicherheitskonferenz ruft Kanzler Scholz Europa auf, mehr Militärhilfen für die Ukraine zu leisten. Werteunion wird Partei. Der ehemalige Chef des Verfassungsschutzes, Maaßen, will sich zwischen AfD und Union positionieren. Und Silber für Deutschland. Isabel Gose schwimmt bei der Weltmeisterschaft in Doha über 800 Meter Freistil auf den zweiten Platz. Europa muss mehr für seine Sicherheit ausgeben. Das war Konsens heute am zweiten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz. Der ukrainische Präsident Selenskyj warnte davor, dass Wladimir Putin die Welt in eine Katastrophe führt, wenn man jetzt nicht handle. Und der Bundeskanzler forderte alle EU-Mitglieder auf, ihren Anteil an der Ukraine-Hilfe zu leisten. Aus München Stefan Leifert. Es ist der deutsche Bundeskanzler, der den Ton setzt an diesem Morgen der Münchner Sicherheitskonferenz. Ein ungewohnt offensiver Olaf Scholz ruft die Europäer auf, mehr zu tun für die Ukraine. Deutschlands Beispiel müssten nun alle folgen. Ich wünsche mir sehr, und ich werbe gemeinsam mit einigen anderen europäischen Kolleginnen und Kollegen auch hier ganz eindringlich dafür, dass ähnliche Entscheidungen in allen europäischen Hauptstädten getroffen werden. Scholz, einst Zauderer, versucht vom Getriebenen zum Antreiber zu werden. Auch für die eigene Sicherheit müsse Europa endlich mehr tun. Eins ist doch vollkommen klar. Wir Europäer müssen uns sehr viel stärker um unsere eigene Sicherheit kümmern, jetzt und in Zukunft. Dann Auftritt Selenskyj. Gewohnt emotional, sichtbar erschöpft und fast verzweifelt bittet der Präsident um mehr und schnellere Unterstützung für seine Armee. Es fehle vor allem an Flugabwehr und weitreichenden Waffen. Please, do not ask. Bitte fragen Sie nicht die Ukraine, wann dieser Krieg enden wird. Fragen Sie sich, warum Putin immer noch in der Lage ist, ihn fortzusetzen. Und über allem schwebt in München die Frage, wie verlässlich die USA bleiben, sollte Trump wieder ins Weiße Haus einziehen. Denn schon jetzt blockieren die Republikaner Milliarden für die Ukraine. Wenn wir über die Rolle der USA und die Unterstützung für die Ukraine reden, müssen wir unerschütterlich sein. Und wir dürfen keine politischen Spielchen spielen. Solche Spiele dürfen einfach keine Rolle spielen. Das Geschehen im Konferenzhotel wird begleitet von zahlreichen und sehr verschiedenen Demonstrationen mit tausenden Teilnehmern. Münchens Straßen sind heute Abbild einer Welt in Aufruhr. Europa soll mehr für die Ukraine tun. Thomas Reichert in München. Was sind da die größten Hürden? Naja, das größte Problem ist, dass bei Waffen, bei Munition vielfach gar nicht mehr so viel da ist, wie in der Ukraine gebraucht wurde. Das hören wir zumindest von deutscher Seite. Zwar wird überall in Deutschland, in der Ukraine mit deutscher Hilfe die Kapazität von Waffenfabriken hochgefahren, aber das braucht eben Zeit und genau die Zeit hat die Ukraine im Moment nicht. Deshalb ist hier in München der Druck auf die USA enorm groß. Es ist so ein Dauerthema hier in München, dass sie ihre Hilfszusagen, diese 56 Milliarden Euro, wirklich an die Ukraine leisten. Die hängen im Moment im Repräsentantenhaus, hängen am Widerstand der Republikaner. Und dann war schon bemerkenswert, wie deutlich Kanzler Scholz Kritik geübt hat an anderen europäischen Ländern, dass sie mehr leisten müssten. Der Zögerer Scholz hat da Druck gemacht, insbesondere auf Frankreich, das bislang nur einen Bruchteil dessen geleistet hat, was Deutschland gemacht hat. Also spürbar ist in München insgesamt die große Sorge, dass in der Ukraine in der derzeitigen Situation da etwas ins Rutschen kommen könnte, mit schweren Folgen weit über die Ukraine hinaus. Vielen Dank, Thomas Reichert, mit Eindrücken aus München. An der Front kann die Ukraine kaum nennenswerte Erfolge verbuchen. Vielmehr musste das Land sogar einen Rückschlag in Kauf nehmen. Denn im Osten hat die Armee Avdijivka vorerst aufgegeben, eine Stadt, die fast nur noch aus Trümmern, Schutt und Asche besteht. Der Frontverlauf zeigt die Gründe des taktischen Rückzugs. Putins Männer haben die Stadt von drei Seiten umstellt. Katrin Eigendorf und Anton Kurschilden. Gestern haben sie die Stadt noch verteidigt mit allem, was sie haben. Doch jetzt sind die ukrainischen Einheiten rund um Avdijivka auf dem Rückzug.
Sie verlassen eine völlig zerstörte Stadt. Seit Monaten versuchen die Russen unter hohen Verlusten Avdiivka einzunehmen. Jetzt haben sie es geschafft. Mit Hilfe der Luftwaffe, die Avdiivka in den letzten Tagen ständig bombardiert hat. Der Rückzug war richtig, sagt der ukrainische Präsident. Es ist eine professionelle Entscheidung, so viele Ukrainer wie möglich zu retten. So haben wir verhindert, dass unsere Soldaten umzingelt werden. Jetzt setzen wir den Kampf an anderer Stelle fort. Nach dem Rückzug haben die ukrainischen Truppen eine neue Verteidigungslinie weiter westlich gebildet, etwa 15 Kilometer von Avdiivka entfernt. Sie wollen die Stadt nicht aufgeben und werden versuchen, sie zurückzuerobern, hieß es heute aus Kiew. Mit Avdiivka hat die ukrainische Armee einen wichtigen Brückenkopf im Osten der Ukraine aufgeben müssen. Avdiivka, das war der direkte Zugang nach Donetsk. Avdiivka ist aber auch ein moralischer Verlust für die Ukraine. Denn hier zeigt sich, das Land hat weder genug Soldaten noch genug Munition und es fehlt auch an Ausrüstung, sogar um sich zu verteidigen. Nach dem Verlust von Avdiivka befindet sich die ukrainische Armee weiter in der Defensive. Der Tod von Kreml-Kritiker Alexei Nawalny hallt nach. Sein Team wirft den russischen Behörden vor, die Übergabe der Leiche aus dem Straflager in Sibirien zu verhindern, um Spuren zu verwischen. Trotz Warnungen und Kälte trauern Menschen öffentlich um den 47-Jährigen. Dabei kam es landesweit zu Hunderten von Festnahmen. Sebastian Ehm. Sie wissen, dass sie hier festgenommen werden können, doch sie kommen trotzdem. An die Mauer der Trauer in Moskau, die an die Opfer politisch Verfolgter während der Sowjetzeit erinnert. Sie legen hier Blumen für Alexei Nawalny nieder, um ein Zeichen zu setzen. Für mich ist es zu spät, Angst zu haben. Ich bin fast 80, dies zum einen. Und zweitens, was mich am meisten quält, ist, dass meine Enkel in diesem Land keine Möglichkeit mehr haben zu leben. Wir können nichts anderes tun, als hierher zu kommen, um einem Mann, der für seine Ideen gestorben ist, ein Denkmal zu setzen. Es dauert nicht lang und die Polizei führt die Ersten ab. Tumulte brechen aus. Für den russischen Polizeiapparat ist jede Form der Demonstration für Nawalny eine gegen Putin. Das soll im Keim erstickt werden. Währenddessen sucht Nawalnys Mutter den Leichnam ihres Sohnes. Zuerst am Gefängnis in Charb, in dem Nawalny gestern gestorben ist, und anschließend in der Regionshauptstadt Salekhard, wo der Leichnam laut Gefängnisverwaltung obduziert werden soll. Doch die Mutter wird nicht vorgelassen. Im Moment haben wir keinen Zugang zum Leichnam und wir wissen nicht genau, wo er ist. Wir fordern, dass die russischen Behörden Alexeis Leiche unverzüglich seiner Familie übergeben. Wann Nawalnys Leichnam zur Bestattung freigegeben wird, ist vollkommen unklar. Der heutige Tag hat gezeigt, dass es noch Menschen in Russland gibt, die bereit sind, ihre Angst zu überwinden. Zurück nach Deutschland. Die Werteunion war mal ein erzkonservativer, CDU-naher Verein. Heute ist daraus eine Partei geworden, gegründet auf einem Schiff bei Bonn. Anführen will sie der ehemalige Chef des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen. Im Januar hatte er die CDU verlassen, kam damit einem Ausschlussverfahren zuvor, eingeleitet wegen seiner, Zitat, Sprache aus dem Milieu von Antisemiten. Wofür die neue Partei stehen will, berichtet Alexander Schwinning. Ein gut abgeschirmter Hans-Georg Maaßen auf dem Weg zur Gründungsversammlung. In Begleitung von einem halben Dutzend Sicherheitsleuten. Das Treffen geheim, der Ort spontan verlegt. Herr Maaßen, warum das Versteckspiel heute Morgen? Das ist kein Versteckspiel. Guten Morgen, Herr Maaßen. Guten Morgen. Warum braucht Deutschland die Werteunion? Erzähl ich nachher. Stundenlang fährt das Schiff auf dem Rhein. Nach der Rückkehr zeigt sich der neue Parteichef dann etwas gesprächiger, bleibt aber gleichzeitig vage. Wir stehen auf der freien Seite der Gesellschaft. Wir wollen, dass es weniger Staat gibt, dass der Mensch selbst entscheidet, wie er lebt. Wir wollen nicht, dass der Staat uns Vorschriften macht. Bei einer Versammlung in Erfurt hatte die Werteunion die Parteigründung beschlossen. Schon damals war klar, Berührungsängste zu anderen Parteien haben Maaßen und seine Mitstreiter nicht, auch nicht zur AfD. Das hat er heute noch einmal bestätigt. Politologen sehen die Erfolgsaussichten der Maaßen-Partei eher skeptisch.
Es kann sein, dass es Achtungserfolge erst einmal geben wird, aber ob sie sich langfristig etablieren wird, das ist eher fraglich, denn es fehlt die Lücke, die sie füllen müsste im Parteiensystem. Im September soll die Werteunion bei den drei Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg antreten. Maaßen sagt, er spiele nicht auf Platz, sondern auf Sieg, spricht sogar von Mitregieren. Die Wahlen werden die erste Bewährungsprobe für den neuen Parteichef und seine Werteunion. Auch die Freien Wähler wollen den Sprung in den Bundestag schaffen. Dafür hat der Bundesparteitag in der Eifel die Leitplanken gesetzt. Mit großer Mehrheit stimmten die Mitglieder für ein Kooperationsverbot mit der AfD. Auch der Bundesvorsitzende Hubert Aiwanger warb für eine Abgrenzung und erklärte, die Partei sei gegen jede Form von Extremismus und Islamismus. Auch an diesem Wochenende gingen wieder in mehreren Orten Zehntausende gegen Rechtsextremismus auf die Straße. Etwa in Magdeburg, wo ein Bündnis aus Gewerkschaften, Kirchen und Verbänden zur Kundgebung für Vielfalt und Toleranz aufgerufen hat. Laut Polizei kamen etwa 3000 Teilnehmer. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff von der CDU mahnte, jede Form von Rassismus und Menschenfeindlichkeit müsse bereits in ihren Anfängen bekämpft werden. Der rassistische Anschlag von Hanau jährt sich am Montag zum vierten Mal. Schon heute haben tausende Menschen mit einer Demonstration an die Opfer erinnert. Sie wollten ein Zeichen setzen gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Am 19. Februar 2020 hatte ein 43-jähriger Deutscher 9 junge Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Anschließend tötete der Mann seine Mutter und sich selbst. Gerichtstermine sind für Donald Trump eigentlich nichts Besonderes. Der ehemalige US-Präsident ist in zahllose Verfahren verwickelt. Nun hat der Milliardär aber in seiner Rolle als Geschäftsmann ein herbes Urteil einstecken müssen. Ein Gericht in New York verurteilte ihn wegen Betrugs zu einer Geldstrafe. 355 Millionen Dollar plus rund 100 Millionen Zinsen. Trump hatte den Wert seiner Bilanzen frisiert, um günstiger an Kredite zu kommen. Für Trump eine Hexenjagd. Benjamin Daniel. Eine prunkvolle Tür öffnet sich. Hindurch kommt der Verurteilte, den die Entscheidung nicht nur finanziell empfindlich trifft. Es schadet auch seinem selbst aufgebauten Image des brillanten Geschäftsmanns, das ihm einst den Weg ins Weiße Haus geebnet hatte. Heute wurde der Gerechtigkeit Genüge getan. Heute haben wir bewiesen, dass niemand über dem Gesetz steht, egal wie reich, mächtig oder politisch vernetzt man ist. Für alle gelten dieselben Regeln. Nach Überzeugung des Gerichts haben Trump und seine ältesten Söhne immer wieder den Wert ihres Konzerns um Milliarden aufgeblasen, um sich günstigere Kredite und Versicherungsraten zu erschleichen. Die Wohnfläche des Apartments im Trump Tower auf das Dreifache beziffert, den Wert von Mar-a-Lago völlig überzogen. Der Richter ordnete deshalb auch an, dass Trump im Staat New York 3 Jahre lang kein Unternehmen mehr führen darf. Der Ex-Präsident außer sich, das Verfahren aus seiner Sicht politisch motiviert. Da stecken das Justizministerium und Joe Biden hinter. Es ist eine Hexenjagd gegen seinen politischen Gegner, die unser Land so noch nie gesehen hat. Sowas sollte in Dritte Weltländern geschehen, aber doch nicht bei uns. Für Donald Trump sind die Prozesse inzwischen Wahlkampfauftritte. Ob sie ihm am Ende politisch mehr schaden oder nutzen, schwer zu sagen. Was die Entscheidung aus New York angeht, hat er jedenfalls schon angekündigt, in Berufung zu gehen. Berlin, Sommer 1942. Eine junge Frau erfährt die Liebe ihres Lebens und gerät in die Fänge des erbarmungslosen NS-Regimes. Es ist die wahre Geschichte der Widerstandskämpferin Hilde Koppi. Spannender Stoff für einen deutschen Wettbewerbsfilm auf der Berlinale. Heute hatte In Liebe, eure Hilde Premiere. Stefan Merseburger war dabei. Andreas Dresen ist einer der renommiertesten deutschen Filmemacher und echter Berlinale-Routinier. Er zeigt heute In Liebe, eure Hilde. Hilde, die Hauptdarstellerin, spielt Liv Lisa Fries. Viele Gefühle als Berlinerin auf der Berlinale im Wettbewerb zu laufen mit Andreas Dresen. Ich freue mich. Heute früh war ich so aufgeregt wie noch nie zuvor. Wie werden die Leute den Film aufnehmen? Funktioniert er? Wir haben so lange dran gearbeitet, also mein Herz schlägt wie wild.
Sommer 1942. An einem See in Brandenburg treffen sich junge Leute, baden, feiern scheinbar unbeschwert. Doch sie sind Mitglieder der Widerstandsgruppe Rote Kapelle und verraten militärische Daten aus Hitler-Deutschland. Funkgerät. Für Nachrichten. An die Freunde. Den sowjetischen Geheimdienst? Mich hat gereizt, dass es eine sehr leise Figur ist, dass niemand im Vordergrund steht, die irgendwie sehr laut ist, was man vielleicht denken könnte, wenn man Widerstandskämpferin hört. Die Rote Kapelle fliegt auf. Hilde bringt ihr Kind im Gefängnis zur Welt und bleibt bis zuletzt kämpferisch. Ich gebe dich nicht mehr her. Du bleibst bei mir. Für mich hat das Thema unserer Geschichte aber auch etwas sehr Zeitloses, weil sich widerständig zu verhalten gegen Verhältnisse, die unmenschlich sind, ist ein zeitlos wichtiges Thema. Stehende Ovationen. Dresdens Film ist berührend, eindringlich wichtig. Und Liv-Lisa Fries großartig. Ein Höhepunkt in diesem Wettbewerb. Und jetzt zur Biathlon-WM. Heute war der vorletzte Tag mit den Staffelwettbewerben. Ja, und da haben die Männer das Podest knapp verpasst. Sie wurden Vierte. Die Frauenstaffel dagegen mit Bronze. Ein ganz starker Auftritt. Dabei fehlte mit Franziska Preuß die erfahrenste Läuferin. Aber auf Ersatzläuferin Sophia Schneider war Verlass. Sie kann es selbst nicht zurecht fassen. Sophia Schneider, die Ersatzläuferin, die nach einer emotionalen Berg- und Talfahrt die deutsche Staffel dann doch noch zu einem glücklichen Ende bringt. Es war schon ein aufregender Tag bis jetzt, aber wenn das so ausgeht, dann lohnt sich das natürlich. Lange Zeit sieht es eher nach einem traurigen Ende aus. Die deutschen Frauen schießen zwar gewohnt gut, sind aber auf der Strecke nicht konkurrenzfähig. Vor allem ist es nicht ihr Material. Und so geraten die Siegerinnen aus Frankreich und die Zweitplatzierten aus Schweden schnell außer Sichtweite. Umso größer ist am Ende schließlich die Freude über Platz 3 und die Bronzemedaillen. Bei der Schwimm-WM in Doha hat Isabel Gose Gold über 800 Meter Freistil nur haarscharf verpasst. Nach einem packenden Zweikampf mit der Italienerin Simona Quadarella wurde sie mit 900stel Sekunden Abstand Zweite. Medaillengarant Isabel Gose nach zwei dritten Plätzen, jetzt eine Silbermedaille und es war eng. 800 Meter und dann ist es so knapp. Aber ich bin richtig stolz auf uns. Das war ein gutes Rennen. Die 21 Jahre alte Magdeburgerin wechselt sogar als Erste auf die letzten 50 Meter. Dann ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Italienerin Quadarella am Ende. Gose Zweite. Jubel hier und Freude da. Bronze holt beim Sieg von Quadarella die Neuseeländerin Fairweather. Zur Fußball-Bundesliga, da hat Leverkusen die Tabellenführung ausgebaut durch den Sieg in Heidenheim. Hier die bisherigen Ergebnisse des 22. Spieltags. Heidenheim-Leverkusen 1:2, Wolfsburg-Dortmund 1:1, Hoffenheim-Union-Berlin 0:1, Mainz-Augsburg 1:0, Darmstadt-Stuttgart 1:2. Das Abendspiel Leipzig gegen Gladbach. Bereits gestern Köln-Bremen 0:1. Blick auf die Tabelle, Leverkusen jetzt 8 Punkte vor den Bayern, die können aber morgen wieder aufschließen. Stuttgart weiter Dritter, Dortmund behauptet den vierten Platz, danach Leipzig und Frankfurt. Die zweite Hälfte beginnt mit Heidenheim. Ja, und am Tabellenende alles unverändert. Köln auf dem Relegationsplatz, nur noch einen Punkt von Mainz, Darmstadt das Schlusslicht. Das Abendspiel Leipzig-Gladbach ausführlich im aktuellen Sportstudio ab 22.30 Uhr in der ZDF-Mediathek und um 23 Uhr im TV. Zu Gast Andreas Rettich, der DFB-Geschäftsführer Sport. Auch zum Thema Fanproteste. Heute wieder in vielen Stadien Unmutsbekundungen gegen einen möglichen Investoreneinstieg bei der DFL. Tennisbälle flogen auf dem Platz. Zahlreiche Spielunterbrechungen waren die Folge. Dürfte auch morgen so weitergehen bei den Sonntagsspielen. Dankeschön, Norbert. Bitte. Beim Eurovision Song Contest hieß es für Deutschland in den letzten Jahren oftmals 0 Points, letzter Platz. Dieses Mal soll er es besser machen. Isaac. Im Vorentscheid setzte sich der 28-Jährige durch und fährt im Mai zum ESC-Finale nach Malmö. In seinem Song erzählt er von den Gegensätzen im Leben, von Trauer und Selbstzweifel, aber auch von Freude und Selbstvertrauen. Ja, so
So schwungvoll gehen wir ins Wetter. Der Sonntag bringt neuen Regen, aber auch ein bisschen Sonne. Die Details hat gleich Östin Terli. 11:15 begrüßt Sie Anne Gellinek im Heute-Journal. Die komplette Heute-Crew wünscht noch ein schönes Wochenende. Bis morgen, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Ja, der hohe Luftdruck schwindet allmählich, der Luftdruck sinkt, denn ein Tief nähert sich. Und in den Frühstunden in der Nacht gibt es hier den ersten Regen, der sich dann im Tagesverlauf einmal quer über Deutschland legt. Schauen wir in die kommende Nacht. Da gibt es im Süden auch letzte Tropfen, dann wird es hier trockener. In der Mitte bildet sich Nebel und von Nordwesten in den Frühstunden viele Wolken und erster Regen dort. Und die Temperaturen dazu minus 1 Grad nach Nordosten hin und 7 Grad am Niederrhein. Morgen dann zieht der Regen weiter, etwa bis zur Mitte, aber einmal quer über Deutschland, von der Ostsee bis ins Saarland. Im Südosten dagegen viel Sonnenschein. Dieser Regen wandert dann Richtung Südosten und erreicht aber den Südosten eher in der Nacht. Temperaturen dazu, höchste Werte von 7 Grad an der Ostsee und 14 Grad in Bayern. Die nächsten Tage, es ist meist wechselhaft mit Regen, aber zwischendurch gibt es auch immer wieder Sonnenschein. 7 bis 12 Grad am Montag und so bleiben die Temperaturen auch in den kommenden Tagen. Schönen Abend.